Ganz herzlich begrüße ich euch am Osterfest, das wir heute mit einem besonderen Ereignis feiern. Denn in diesem Gottesdienst werden wir, wie andere Gemeinden unserer Kirche auch, das neue Lektionar, in dem die gottesdienstlichen Lesungen abgedruckt sind, in Gebrauch nehmen. Diese neue Fassung ist von den zuständigen Gremien unserer Kirche beschlossen worden und lehnt sich eng an die Leseordnung in den evangelischen Landeskirchen an, sodass wir auf diese Weise mit anderen Christen in unserem Land verbunden bleiben. Zugleich enthält es mit Blick auf mögliche Predigtreihen auch Hinweise auf die Praxis unserer lutherischen Schwesterkirchen in der ganzen Welt, sodass auch hier die Verbundenheit gestärkt wird. Die Veränderungen gegenüber der bisherigen, uns geläufigen Praxis sind behutsam vorgenommen worden. Es ist nicht alles neu und unbekannt, sondern viel Vertrautes bleibt erhalten. Die neuen Lesungen werden dann auch im neuen Gesangbuch abgedruckt sein. Lasst uns die Einführung des neuen Lektionars als Anlass nehmen, unseren himmlischen Vater um seinen Heiligen Geist für alles Reden und Hören zu bitten. Allmächtige Gott, himmlischer Vater, wir danken dir, dass du zu uns redest und uns in deinem Wort hörbar begegnest. So erfahren wir, wie du es mit uns meinst. Du stärkst uns in dem, was gut ist in unserem Leben. Du rufst uns zur Umkehr, wo wir uns verrannt haben. Und du tröstest uns in den schweren Momenten unseres Lebens. Zugleich schenkst du uns mit deinem Wort auch Worte für unseren Glauben und das Gebet, wenn wir selbst keine Worte finden. Wir bitten dich, schenke uns deinen Heiligen Geist, dass wir hören, was du uns zu sagen hast, dass dein Evangelium nicht nur auf das Trommelfell, sondern ins Herz trifft. Segne dazu auch alle Worte, die wir aus dem neuen Lektionar in unseren Gottesdiensten lesen. Das bitten wir dich durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. Das Wort Gottes, das uns in der Osterzeit begleitet, aus dem Buch der Offenbarung im ersten Kapitel. Jesus Christus spricht: Ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Thank you.
Man singt mit Freuden vom Sieg in den Hütten der Gerechten. Die Rechte des Herrn behält den Sieg. Die Rechte des Herrn ist erhöht, die Rechte des Herrn behält den Sieg. Ich werde nicht sterben, sondern leben und die Herrn Werke verkündigen. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Das ist vom Herrn geschehen und ist ein Wunder vor unseren Augen. Dies ist der Tag, den der Herr macht. Lasst uns an ihm freuen und fröhlich sein. Ehre sei dem Vater und dem Sohne und dem Heiligen Geiste. Wie es war im Anfang, jetzt und immer da. Und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Kyrie eleison. Herr, erbarme dich. Christe eleison. Christe, erbarme dich. Kyrie eleison. Herr, erbarme dich über uns. Sie gingen hinein in das Grab
und sahen einen Jüngling zur rechten Hand sitzen. Der hatte ein langes, weißes Gewand an, und sie entsetzten sich. Er aber sprach zu ihnen: Entsetzt euch nicht, ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden, er ist nicht hier. Siehe da die Stätte, wo sie ihn hinlegten. Geht aber hin und sagt seinen Jüngern und Petrus, dass er vor euch hingeht nach Galiläa. Da werdet ihr ihn sehen, wie er euch gesagt hat. Und sie gingen hinaus und flohen von dem Grab, denn Zittern und Entsetzen hatte sie ergriffen. Und sie sagten niemand etwas, denn sie fürchteten sich. Lob sei dir, O Christi. Lasst uns miteinander unseren christlichen Glauben bekennen, auch wenn wir das Glaubenslied nur solistisch hören dürfen und können, so sprechen wir doch im Herzen mit. Ich glaube. Fahrer auf die Schulter, um etwas zu fragen.
Der Fahrer schreit laut auf, verliert die Kontrolle über den Wagen, verfehlt knapp einen entgegenkommenden Bus und kommt wenige Zentimeter vor einem Schaufenster zum Stehen. Für ein paar Sekunden ist alles ruhig. Dann brüllt der Taxifahrer den Fahrgast an, laut an: Machen Sie das nie wieder! Sie haben mich zu Tode erschreckt. Der Fahrgast ist ganz baff und entschuldigt sich verwundert: Ich konnte ja nicht ahnen, dass Sie sich wegen eines Schultertippens so erschrecken. Naja, meint der Taxifahrer etwas ruhiger und entschuldigend, heute ist mein erster Tag als Taxifahrer. Die letzten 25 Jahre bin ich einen Leichenwagen gefahren. Liebe Gemeinde, im Mittelalter gab es den Brauch des Osterlachens. Die Pfarrer erzählten ordentlich Witze auf der Kanzel, um die Gemeinde zum Lachen zu bringen. Denn so spotteten sie über den Tod. Da Christus von den Toten auferstanden ist, hat der Teufel nichts mehr zu lachen. Die Erlösten dagegen können sich vor Lachen kaum noch halten. Zu Ostern feiern wir die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Und unsere eigene Auferstehung, die feiern wir gleich mit, denn schließlich wurden wir ja mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod, damit wir mit ihm zu einem neuen Leben auferstehen. Ja, liebe Gemeinde, der Tod selbst muss Ostern dran glauben. Die Auferstehung Jesu Christi ist sein Tod. Auch der Apostel Paulus, aus dessen ersten Brief an die Gemeinde in Korinth der Predigttext stammt, spottet über den Tod und lacht ihn aus, wenn er fragt: Tod, wo ist denn nun dein Stachel geblieben? Ist dir wohl abhandengekommen, was? Hörre, du glaubst, dass du den Sieg behältst, wenn du dich da mal nicht gewaltig täuschst. Hören wir einige Verse aus seinem 15. Kapitel. Hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus, so sind wir die Elendesten unter allen Menschen. Nun aber ist Christus auferstanden von den Toten als Erstling unter denen, die entschlafen sind. Denn da durch einen Menschen der Tod gekommen ist, so kommt auch durch einen Menschen die Auferstehung der Toten. Denn wie sie in Adam alle sterben, so werden sie in Christus alle lebendig gemacht werden. In der korinthischen Gemeinde war die Auferstehung vor 2000 Jahren heiß umstritten. Manche Gemeindeglieder hielten sich schon für so erlöst, so abgehoben, dass es kein Halten mehr für sie gab. Sie glaubten sich schon zur Lebzeit im Himmel und lehnten jede Verantwortung für die Welt ab. Schließlich waren sie doch mit Christus auferstanden. Der Geist war nach ihrer Meinung alles, die Welt dagegen ein Dreck. Auferstehung der Toten? Die brauchen wir nicht, sagten sie. Die haben wir schon. Dieser geistlichen Überfliege versuchte der Apostel mit seinem Brief wieder auf den Boden der Tatsachen zurückzuholen. Alles hat sich am Glauben, an der Hoffnung und an der Liebe zu messen und zu bewerten. Christinnen und Christen haben eine Verantwortung in und für diese Welt. Wir haben auch etwas auszuhalten, manchmal sogar zu kämpfen. Und das Leben ist kein einziges Festspiel und kein einziges großes Halleluja. Wir leben noch nicht im Himmel. Wir warten noch auf unsere Auferstehung, sagt Apostel Paulus ihnen in dieser Situation. Aber mit Christus haben wir eine Zukunft, die allerdings schon jetzt begonnen hat. Liebe Schwestern und Brüder, die Macht des Todes ist ja nicht zu leugnen. Mit all ihren Vorzeichen und Auswirkungen, Vorzeichen, die schon früh im Leben beginnen und einsetzen, nicht erst mit 80 oder 90, nicht erst dann, wenn wir pflegebedürftig werden, sondern schon sehr viel früher. Die Auferstehung Jesu von den Toten aber zieht auch die Auferstehung aller Menschen nach sich. Was ihm widerfahren ist,
Das widerfährt, das passiert auch denen, die ihm angehören. Ostern bedeutet den Tod des Todes. Und mitten in diesem Leben dürfen wir sagen, Gott sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Diesen Sieg hat er persönlich in der heiligen Taufe gegeben. Seitdem haben wir ewiges Leben, schon in dieser vom Tod gezeichneten und dem Tod verfallenen Welt. Und dennoch steht die Zukunft ja noch aus. Liebe Gemeinde, dieses Leben, es mag noch so schön sein und so viel zu bieten haben, und es bietet ja unendlich viel, ist nicht das Ziel. Wir sind auf der Durchreise zu einem besseren Ziel hin. Wir leben auf die Zukunft hin. Aber wir tun es nicht als Untätige, als geistliche Überflieger, sondern wir tun das mitten in dieser Welt und auf ihrem Boden. Wir gehen unseren Berufen nach, wir kommen unseren Aufgaben nach, wir gestalten diese Welt Gottes mit. Als Menschen, die bereits jetzt das Leben in sich tragen und deshalb eine Hoffnung weitergeben können. Und dennoch ist dieses Leben, auch wenn wir noch in ihm verankert sind, und hoffentlich sind wir gut verankert, nicht das Letzte, sondern das Vorletzte, weil unsere Zukunft sich in Gott erfüllt. Ostern hat alles mit Zukunft zu tun, aber bis dahin müssen wir noch einen Feind besiegen, den letzten Feind nennt der Apostel ihn hier in diesem Text, den Tod. Aber nicht wir selbst müssen das tun, sondern Christus hat es für uns getan. Einmal werden wir bei ihm sein. Und wir brauchen dennoch nicht auf die Gegenwart Gottes zu verzichten, solange wir in dieser Welt leben. Denn er lädt uns immer wieder ein, sehr herzlich, dringend, verbindlich zu seinem heiligen Abendmahl. Und er tippt uns dabei vielleicht ganz leicht auf die Schulter, wie jener Fahrgast, nicht um uns zu erschrecken, sondern um uns freundlich einzuladen und zu sagen, wo immer auch deine Lebensreise hingeht, komm und sieh, komm und schmecke, dass ich selbst da bin unter euch gegenwärtig, als der Lebendige, der dem Tod alle Macht genommen hat. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, der regiere und bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.
kommen. Auch wir sollen teilhaben am Sieg des ewigen Lebens. Lasst uns Gott dafür danken und darum beten, dass dieses neue Leben alles durchdringe und erneuere. Wir danken dem Herrn, dass wir in seiner Christenheit nicht hoffnungslos dem Tod ausgeliefert sind, und bitten für die Kirche Christi, dass sich die Gegenwart des Auferstandenen in ihrem Wirken erweise, dass durch ihre Verkündigung das Leben der Menschen mit Frieden und Hoffnung erfüllt werde. Lasst uns den Herrn anrufen. Herr, erbarme dich. Wir danken dem Herrn für Wohlstand in unserem Land, für gute Versorgung auf allen Gebieten und bitten für die Menschen in den vielen Ländern dieser Welt, die unter wirtschaftlicher und anderer Not leiden, und bitten, dass er allen Pflegenden Kraft schenke, Kranken zu helfen, und dass er den Regierungen Weisheit schenke, für ein gutes Zusammenleben in der Zukunft zu sorgen. Lasst uns den Herrn anrufen. Wir danken dem Herrn, dass die Osterbotschaft in alle Dunkelheiten unseres Lebens Licht gebracht hat, und bitten für die Menschen, die von Not und Unglück heimgesucht sind, dass die vom Kriegselend Betroffenen bald von Schrecken und Qualen befreit werden und wieder friedliche Zeiten erleben, dass die Hungernden und Bedürftigen, Obdachlosen und Flüchtlinge, Verwitweten und Waisen helfende Freunde finden, dass Gott uns Herzen und Hände öffne zu Taten der selbstlosen Liebe, dass die Müden und Alten, Einsamen und Geängstigten, Kranken und Sterbenden die Kraft und die Nähe des Auferstandenen erfahren. Lasst uns den Herrn anrufen. Herr, erbarme dich. Allmächtiger und barmherziger Gott, du hast uns in der Auferstehung Jesu Christi das ewige Leben erschlossen. Wir bitten dich, beschenke deine Gläubigen in alle Welt mit den Kräften und Freuden deines Sieges. Das bitten wir dich durch deinen Sohn und unseren Herrn Jesus Christus, in dessen Namen wir gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Thank you.
Kommt, denn es ist alles bereit. Schmecket und sehet, wie freundlich unser Herr ist. Das ist der wahre Leib, das ist das wahre Blut unseres Herrn und Heilandes Jesu Christi, für alle eure Sünden in den Tod dahingegeben. Thank you.
Der wahre Leib und das wahre Blut unseres Herrn und Heilandes Jesu Christi stärken und erhalten euch im wahren Glauben zum ewigen Leben. Amen. Friede sei mit euch. Amen. Unvergängliches Wesen ans Licht gebracht. Halleluja. Lasst uns beten. Wir danken dir, allmächtiger, barmherziger Gott, dass du uns durch diese heilsame Gabe empfängt hast und bitten dich, hilf uns dadurch zu starkem Glauben an dich und zu brennender Liebe unter uns allen. Durch unseren Herrn Jesus Christus, deinen Sohn, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Empfang den Segen Gottes und geht hin in seinem Frieden. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasst leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. Amen.